Gegründet wurde das Unternehmen aus einem Forschungsinstitut, bei dem mein Großvater der Abteilungsleiter war. So ist das jetzt in dritter Generation, fast 75 Jahre später, eins zum bedeutendsten Audiounternehmen der Welt geworden. Ja, wir waren schon immer ein Unternehmen, welches sehr viel Freude an innovativer Produktionstechnologie hatten. Also wir bauen sehr viele Maschinen für Kunden, teilweise eben reine Montageanlagen, teilweise auch verkettete Anlagen mit Spritzgusstechnologie, aber den Umfang von der Produktentstehung bereits beratend beteiligt zu sein, bis hin in die Realisierung der Anlagen, war einzigartig, nur mit Sennheiser gemeinsam. Und in dieser Maschine, in der Harting auch einen entscheidenden Beitrag geleistet hat, ist wieder ein so ein Stück Fertigungstechnologie hier made in Germany drin. Ja, für uns ist natürlich immer wichtig, wenn wir Dinge nicht selber machen, dass wir einen verlässlichen Partner haben. Und da war es sehr gut, dass wir von Harting wirklich eine schlüsselfertige Anlage bekommen haben mit den Werkzeugen und der Anlage drumherum, weil wir eben zuerst einen Herstellprozess für eine Idee finden mussten, um dann überhaupt erst ein Produkt auf dieser Idee aufbauen zu können. Also die Zusammenarbeit zwischen Sennheiser und Harting war von Anfang an sehr vertrauensvoll. Wir konnten früh bereits bei der Produktentstehung mit unserem Know-how beitragen, das Produkt so zu designen, dass es herstellbar wird, und konnten Konzepte für den Herstellprozess mitliefern. Und da konnten wir gemeinsam mit Harting und auch anderen noch die Herstellprozesse entwickeln, um dann final jetzt unseren Momentum True Wireless und noch weitere In-Ear-Kopfhörer, die diesen gleichen kleinen Wandler verwenden, an den Markt bringen zu können.